70 Kubik Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche. Ist das für dein Koller? Ja, ja. Guck mal, Digga, was da für ein Durchschuss ist, Junge. Was ein Rohr, ey. Kannst du dein Rohr reinstecken? Viel zu klein. Ah, hier? Viel zu klein. Guck mal, ich bin dicker am Bluten wegen dieser schwulen Kamera, Digga. Ist nicht zu spaßen, der Job hier. Dein Job. Der Job. Der ist nicht so chillig. Soll der auch zwei neue Spiegel bestellen? Ja. Spiegel Gates oder was? Okay, Ladies and Gentlemen, hier geht's weiter. Wir waren irgendwann mal stehen geblieben, dass wir zum Baumarkt gegangen sind und haben uns diesen Schlüssel hier von LuxTool für 10 Euro erworben, damit wir an diese wunderschöne Zimtkerze irgendwie drankommen. Die werden wir jetzt rausschrauben, mal gucken, ob die nass ist, weil der Roller sprang nicht an. Genau. Ja. 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 I'm gonna push in a pin in the mirror. Ey, ich schwöre, wie willst du da drankommen? Alter, guck mal, wie ich blute. Yo! Das ist ja ehrenlos. So ist. Leck ab. Leck sie wie bitch. Leck sie wie bitch. Restockt. Hier, Papier. Lass doch den einfach hier dran machen. Ja, du kannst mal ehrlich gucken, ob der passt, weil wenn ja, dann bestelle ich einfach die zwei Stück nochmal. Weißt du? Bruder, ich weiß jetzt ehrlich nicht, wie du an die scheiß Zimtkerze kommst. Ne? Aufflexen. Aber wir könnten mal. Aber nee, wir müssen das so machen. Hier durch. Ja, ich würde sagen, nochmal. Dann holen wir von dem Motorblock raus. Auf entspannt. Einfach ganze Verkleidung wieder ab. Geht ja fix, ne? Bei der Booster hier. Zum Glück haben die das nicht so kompliziert gemacht. Digga, die haben einfach eine Wodkaflasche zu viel gesoffen, ne? So wie gesagt. Ja, das ist doch kacke hier, Alter. Ja, das ist doch scheiße. Ab. Oder so. Heute ist echt kein guter Tag. Moin. Kannst du mir ganz kurz mal sagen, wie zum Fick man bei der BWS an die scheiß Zündkerze kommt? Ich raff es nicht. Digga, da ist ja richtig Haut weg. Da ist ja richtig Fleisch mit weggegangen. Deswegen blutet das auch so wie Sau. Guck mal. Oh, ich hab eine Nachricht. Was? Sir Candy, bester Mann. Nee, war Stefan Abi. Echt? Abi, ja, ja. Bike Life, bester Mann. Bike Life, bester Mann. Einmal gefragt, direkt geantwortet, direkt richtig, direkt ja. Geklappt. Also, wir haben da die 21er Nuss jetzt draufgefahren und machen es einfach so mit Schlüssel. Yes. Hätte man drauf kommen können, bin ich aber nicht. Was ist das für ein Bums, Alter? Am Tropfen die Scheiße. Ja, guck, die ist komplett nass. Das ist nämlich das Problem. Siehst du das? Ja. Hast du ein Feuer dabei durch Zufall? Nee. Schade. Ich bin. Dann hätte ich dir jetzt zeigen, wenn das wirklich nass ist. Ich sehe das. Achso, wie sieht's eigentlich aus bei dir mit Luftfilter jetzt? Der passt. Die Matte hat gepasst. Es war ein bisschen dick, aber passt. Chillen? Chillen. Ja, was ist das, Alter? Der blutende Finger passt nicht. Digga, einfach dieses Licht, was hier an der Kamera dran ist. Dieser Knecht hier. Hat er falsch rum drauf gesteckt, dann wollte er ihn abmachen. Ging und nicht. Voll irgendwie ja, irgendwo an der Kante. Nicht. Ja, ging nicht und dann richtig geruckelt und dann hat es auf einmal knack gemacht und dann richtig den Finger aufgeratscht an der Kamera. Aber nur so ganz wenig. Jetzt seit 20 Minuten oder so Finger am Bluten. Halt for real seit 20 Minuten, ne? Ja, locker. Wir filmen jetzt seit Viertelstunde. Mir wird auch langsam schwindelig nicht. Ich bin 8 Liter Blut verloren. Nur noch 1 Liter da. Das ist nicht so schlimm. Ja, ja, Luis. 1 zu 50, wir können verdünnen. Ach, das ist doch alles kacke. Haha, muss noch Zündkerzenchecker drauf. Schlau? Hätte ich jetzt nicht mehr gemacht. Also, sorry, hätte ich jetzt vergessen. Ja, ich denke halt auch mit, ne? Also, ja. So ist nicht. Deine Kappe hat auf beiden Seiten nichts mehr. Das ist auch scheiße. Ist gut. Das muss so. Dieser Radikalsgrad wird dadurch erhöht. Digga, du laberst so ein Scheiß, ne? Hä? Junge. Ja. Warum ist der jetzt der? Hä? Was ist denn da jetzt für... Digga. Passiert, Digga, wie unnötig. Oh.
Digga, ich will kotzen. Digga, was ist das denn? Ach Mann, ich will doch nur die Karre zum Laufen. Wo ist der Schlüssel? Scheiße, welcher Schlüssel? Digga, ich weiß es nicht. Wieder blutig. Alles ist voll Blut heute, Digga. Blutige Angelegenheit. Kolbenfest. Nein. In diesem Fall nicht. Wieder Pullrad, ne? Weißt du, was auch komplett ehrenlos ist bei diesen Karren? Reifenwechsel. Bei den 2 Zoll Reifen, Alter. Junge, der kriegt gar nichts. Was für neue Reifen. Sind ja nicht in Malibu. Ja, kann man machen. Kann man machen. Kurbelwelle dreht sich nicht. Digga, ich check's nicht. Hier ist bestimmt wieder irgendwas faul. Ich check's nicht. Doch. Kann ja nicht sein, dass jetzt der Kolben sich nicht mehr bewegen lässt. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Digga. Weil dann müsste der, in eine Richtung müsste der ja funktionieren. Wenn der jetzt oben anschlägt oder so zum Beispiel. Oh, Digga. Und ich habe ja nur getreten, ne? Davon kriegst du ja keinen Kurbelwellen. Nein. Kolbenfresser. Hier. Dreht sich? Ja. Hä? Digga. Ich check's auch nicht, aber. Warum hat dieses nicht gerade nicht gedreht? Jetzt dreht sich wieder. Hä? Nee, hey, jetzt irgendwie. Hä, nur in eine Richtung. Kolbenklemmer. Nein. Insane viel Kompression. Ja, könnte sein. Aber macht keinen Sinn. Wenn die so viel Kompression hätte, Digga, wie die nach vorne schießen würde, Alter. Bruder. Ja. Hier, so. Was hier diese 2 Unterlegscheiben machen, Digga, weiß auch kein Mensch. Die hat Bennett da hingetan. Ja, wenn du die einen machst, lassen wir die besser da. Eigentlich besser nicht. Ja. Wir müssen da eh noch dran so oft. Schreibt mal in die Kommentare, was hier der Fehler ist mit diesen 2 Kupf, dass wir da 2 Unterlegscheiben noch drunter machen mussten. 2 Kupferringe haben wir genommen. Dann machen wir das auch besser. Wer jetzt erst kommentiert, kriegt diese ganzen vollgebluteten Tücher von Loot, dem einzig wahren Luis Brigala, zugesendet. Ich glaube auch. Nachher lutschen die das, dann haben die alle AIDS. Spaß. Haben die alle Mütze. Götze. Ich weiß es nicht. Junge. Nicht wirklich. Hör mal hier bitte am Lüfterrad wieder. Sicher. Das hat sich gerade ein bisschen gedreht, aber. Oder haben wir da. Oh mein Gott. Was? Haben wir die falsche Zündkerze reingedreht? Kann auch sein. Langgewinde. Kann auch sein. Ja. Sehr dumm. Was passiert, wenn man falsche Zündkerze reinmacht? Ja, dann. Also. Explodiert er. Nein, wenn du Langgewinde reinmachst, ein Kurzgewinde, dann blockiert der so wie jetzt. Aber es ist Kurzgewinde. Lass mal Langgewinde reinmachen. Guck mal, der blockiert immer noch. Hä? Alter, Diggi. Ah, chillig. Bei Gott, ich versteh's nicht, ne? Wie lange hast du Zeit? Ja, bis ich nach Hause gehe. Und wann gehst du nach Hause? Ja, mal gucken. Nee, nicht mal gucken, ich muss jetzt planen. Wie mal planen? Ja, ich hab Zeit. Wann musst du spätestens zu Hause sein? 22 Uhr so. Nee. Gut, wir müssen Block rausholen. Fuck, die Cops. So, Junge, der Hurensohn ist wieder draußen. Wir haben es irgendwie geschafft, ohne Verkleidung abzumachen. Oha, wer sagt's denn? Oh, Junge, das ist so schön. Okay, ja, cool. Aber der kann ja nicht jetzt auf einmal anschlagen. Das macht auch gar keinen Sinn. Und dass die Lagerfritze sind, macht auch keinen Sinn. Haben wir komplett New reingemacht. Was ist denn da los? Das ist Öl, ich hab da Öl reingekriegt. Ja, das sah so aus, als hätte. Gib mal den Bremsen rein. Digga. Ja, der hat ja voll. Was ist das? Oh mein Gott, der hat so Riefen. Ach, Digga, was machen wir denn jetzt? Neuer Zylinder, komplett Riefen. Zeig mal bitte. Ach du Scheiße, Digga. Guck mal hier. Holy shit. Also das seht ihr sogar. Ja.
Digga, das ist. Die sind auch so perfekt, die Riefen. Digga, Junge. Wir haben doch nichts gemacht mit diesem Zylinder, Digga. Was hat der gekostet? Keine Ahnung. Das ist einfach Ori-Zylinder wieder draufpacken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das dicke Riefen, Filmer. Bruder. Guck mal, allein was für Dings der Kolben hat, Digga. Guck mal, der Kolben. Was hat der da? Lass mal bitte kurz Max anrufen. Ja, wir fragen den kurz mal, ob das Riefen sind. Max, guck mal, wir sind gerade in der Garage, ne? Ja. Wir nehmen gerade Video auf. Guck mal, Bruder, ist der noch gut? Ach du Scheiße. Welcher ist das? Meiner, das ist Street Race. Digga, was? Was ist Street Race? Ich schwöre, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Digga, ne? Guck dir mal den scheiß Kolben. Alter, was ist mit meinem Kopf? Warum ist der so hoch? Na, der lagert bestimmt auch, wie bei mir. Digga, der Kolben, Alter, der hat so... Willst du das nochmal gerade genauer angucken? Also, Bruder, das ist symmetrisch, parallel, Bruder. Ja. Das ist ein Meisterwerk. Ja, kannst du wegwerfen. Ja. Ja, ich weiß. Guck mal gerade bei Scooterdeck, was der kostet. Bruder, ich kann gerade nicht. Ja, okay. Busy Man, wie der Fortnite am Spielen, ne? Ja, okay. Ja, dann hau rein, ne? Das war nur das, was ich dir zeigen wollte. Ja, halt, ja. Ciao. Ey, Digga, arschgefickt, bei Gott. Ja, okay, komm. Dann, Digga. Achso, dann mach ich mal auf. Ich fass es nicht. Ey, wir brauchen jetzt eine Spende für Jakob, bei Gott. Irgendeiner von euch hat doch bestimmt noch einen 70er rumliegen, der noch in Ordnung ist und gibt den für kleines Geld an Jakob, Digga. Jakob ist Schüler, hat keine Guild und hat sich ein 70-Kubik Street Race gekauft, neu. Guck mal, wie der aussieht, Digga. Das ist doch bodenlos, Alter. Irgendeiner von euch hat doch bestimmt noch einen 70er am Rumpimmeln. Mann. Der wär so gut gewesen. Aber ich check's nicht, ne? Bei Gott, warte, ich hab eine Idee. Ich mach einfach, guck mal. Warte. Nein, der macht keine Fax nichts. Okay. Das wäre aber krass. Vielleicht den einfach reinhauen, dann springt der automatisch an, weißt du? Dann mach ich den einfach nie wieder aus. Dann mache ich den nie wieder aus. Kostet dann halt ein bisschen Sprit, aber. Kostet Quanta fast gar nichts. Ja, stimmt, das ist richtig. Wenn die ganze Zeit läuft. Die Leute kamen kurz vorbei. Junge. Guck ihn dir an. Oh mein Gott, Digga. Der Kolbenclip. Nein, oder? Was denn? Bennett, du bist schuld. Wie, was ist denn mit dem Kolben? Ja, der Kolbenclip ist abgegangen. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Digga. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Digga. Der ist... Ich frag mich halt, wie man am Verzweifeln ist, wenn man an so einem Auto schraubt oder so. Guck mal hier, Digga, hier gibt's so drei Sachen, die sein. Ey, Digga, ich hab irgendwas unter dem Schuh. Wenn es irgendwie, ja, eine Schraube. Wenn es sich irgendwie anhört, dann kann es entweder das oder das sein. Aber Digga, bei einem Auto, du hast gar keinen Plan. Du musst erstmal alles, kannst alles wieder zerlegen. Ja, dann lass kurz mal hier endlich. Lass einfach ein bisschen mit der Flex ein bisschen gerade fliegen. Ja, mal gucken, was wir dir da organisieren können. Aber wir kriegen dir bestimmt irgendwas organisiert. Digga, guck ihn dir. Digga, das ist for real. Wisch. Flöten gegangen. Aber was macht denn da so die Katze? Der Kolbenclip, guck mal, der liegt da. Oh nein. Film mal noch. Bruder, da unten drin, dieses glänzende kleine Teil. Oh mein Gott. Ja, nee, warte. Bruder, Kurbelwell. Ja, Kurbelwelle ist nicht so schlimm. Aber das hängt da drin, Bruder. Das hängt da drin. Tschüss. Stede. Dick. Oh man. Digga, das ist stumpf und scheiße. Und. Guck mal. Alibaba. Digga, jetzt kann ich auch Müll tun. Oh mein Gott. Kann ich auch Müll tun, mein Gott. Aber Hauptsache, die haben so eloxiert. Yeah, chill. Digga, im Bus? Nein, was für Imbus? Das ist für Düsen, zu gucken, ob die wirklich richtige Größe sind. Kann ich bei Bennett bedanken, ne? Alhamdulillah. Bennett einmal dabei gewesen, alles kaputt gemacht. Fick dich. Alter, ist nur eine Zahl.
Jo, ne, Nadellager ist nicht. Nadellager ist wie neu. Oh mein Gott, das hängt richtig da drin. Ja, drehen ein bisschen? Nein. Okay. Na doch, jetzt versuch mal. Das hat sich voll reingefressen. Na, und der dreh nochmal. Alter, oh mein Gott! Bruder, holy shit. Oh mein Gott, guck mal. Länger als gedenkt. Guck mal, das ist richtig diese... Ach Bruder, wie flüssig läuft das jetzt? Hm? Das ist hier am Auspuff, so. Weil der so schief hängt. Stark, Bruder, stark. Was ist das? Das ist Sprit. Junge, voll gelaufen, wie geht das? Weil der hier Löcher hatte. Digga, was? Und los. Sowas nennt man Totalschaden, ne? Sorry? Ich weiß nicht, Motorschaden auf jeden Fall. Was ist das, Digga? Komm, Kolben oder was? Ja, ein paar Stücke Kolben. Ja, schön. Cool, cool, cool. Lass mal Thumbnail machen. Diese Leute. Lass mal Thumbnail machen. Dickste Thumbnail-Action. Ja, dann. Rein da. Aber nur der Charakter zählt. Oh. Alter. Luis. Schlau, Abi. Tropft auf meine Jacke. Dick. Ah, nix, hm? Ehrlich. Digga. Ja, es läuft auch wieder flüssiger, wenn da kein Wasser ist. Da ist doch normal gar keins drin, oder? Gar kein Benzin. Digga, deine Welle ist so krass eigentlich. Ne? Ja. Die ist, glaube ich, besser als meine Welle. Guck mal, wie viel. Wir haben viel zu viel Dings drauf ich gemacht. Klasse. Und das ist gar nicht weggegangen, weil wir noch so, gar nicht. Ist reingelaufen. Der Power ist sowieso nicht für ihn. Mit Motorschaden. Ah, nice. Och man, jetzt steht der Wichser ja hier noch länger, Alter. Kein Bock mehr. Aber jetzt hast du wieder Platz wegen dem Dings. Ich dachte, wir machen den heute fertig, Alter. Ja, ich auch. Ich hab mich so gefreut zu fahren. Ich schwöre, ich auch. Komplett. Weil das Ding geht ab wie Hunde, Digga. Das ist bodenlos, wie das ja, abgeht. Aber ja, jetzt, Bruder, anders. Letztes Mal die ersten 2 Meter, die ich gefangen bin, ging auch richtig ab. Glaubst du, den kauft jemand? Ich könnte Lilo fragen, ob der den port. Vielleicht kann man den noch porten. Aber ich wage es zu bezweifeln, dass man diese Riefen rauskriegt. Vielleicht als Testobjekt. Leben macht keinen Sinn mehr. Ich bin im Krankenhaus. Frag mich wieso. Ja gut, dann Freunde, meldet euch bei mir, falls ihr einen 70er habt, den ihr nicht mehr braucht, für Minarelli stehend, für ihren Bruder Jakob. Sehr saftig, knaftig. Peace. Out. Mach mal trauriges Gesicht, dein Zylinder ist kaputt. Mein Zylinder ist kaputt. Guck mal, der heult schon.